Na, ich bin richtig froh, das ist ja gar keine Frage. Als Architekt ist es immer so, wenn man auf den Plan schaut, sieht alles ganz groß aus. Aber ja, es ist immer schön, wenn was entsteht. Ja, es ist ja das Tolle am Architektenberuf, dass man da so Spuren hinterlassen kann. Wir haben ihn ja unter schwierigen Bedingungen begonnen. Wir hatten ja einen Winter. Deswegen sind wir stolz auf unsere Leute, die gebaut haben hier, dass wir es über die Zeit, in der kurzen Zeit wirklich so geschafft haben. Bin natürlich auch froh, dass heute zum Richtfest der blaue Himmel da ist, wie wir ihn bestellt haben. Ja, wenn die Leute einziehen, glaube ich, wird das, werden das Gebäude sein, wo man sich sehr im Grünen fühlt. Das liegt natürlich zum einen an dem Grundstück, was die Jena Wohnen ganz gut ausgesucht hat und was mich natürlich auch als Architektin beim Entwurf sofort begeistert hat. Man hat einen wahnsinnig tollen Ausblick hier. Und den haben wir ja auch im Entwurf versucht zu, na, ich sag mal so, zu beschützen, indem wir ihn nicht zugebaut haben, sondern indem wir die Gebäude einzeln gestellt haben, sodass man überall Durchblicke hat. Und wir haben natürlich auch geschaut, dass jede Wohnung diesen tollen Blick nach Süden hat, viel Sonne bekommt. Im Erdgeschoss wird es sehr große Wohnungen geben, da können Familien mit Kindern einziehen. Man möchte da gern einen Garten dabei haben, sodass man die Kleinen rausschicken kann, ohne ständig aufpassen zu müssen. Und das ist, glaube ich, hier ganz gut gelungen. Wir haben in jedem Erdgeschoss große Vierraumwohnungen für Familien und ich glaube, das sind die besten. Nein, die allerbesten sind natürlich die Penthäuser, weil man dort den schönsten Ausblick hat, aber ich glaube, den tollen Ausblick hat man einfach überall. Also es wird eine gute Qualität sein. Also der offizielle Termin für den Einzug ist ja Februar nächsten Jahres. Das heißt, das Dreivierteljahr geht noch drauf. Mit Innenarbeiten, Außendämmung, Grünanlagen, alles was noch so rundherum ist. Also noch einiges sich bewegen. Ansonsten sind die Wohnungen von der Lage her einfach nur genial. Also wer schon mal im Haus war, weiß, einen grünen Ausblick von fast jedem Balkon hat. Und denke mal, das ist schon interessant. Mit Jena Wohnen haben wir viele gute Gespräche geführt. Wir hatten eine Zusammenarbeit, die sehr fruchtbar war in der Planung. Und wir, glaube ich, haben gemeinsam ein schönes Ergebnis hervorgebracht. Also ich bin ganz glücklich.